So, hallo an alle zur nächsten Folge von Minecraft Galaxy. Heute gibt es die Livestream-Zusammenfassung. Einmal kurz drauf gehen und folgendes. Was haben wir denn getan? Was haben wir so gemacht? Dies, das. Sehen wir gleich, falls wir drauf kommen. Das dauert irgendwie gerade ein bisschen. Verdammt, man kann schon sehen. Ich habe hier auch noch was im Inventar drin. Ja, jede Menge Zeugs. So, sogar zwei Miniatur-Red Hearts. Ja, die haben wir gekriegt. Und jede Menge Enderperlen, die ich gerade übrigens mal raustun werde. Da. Und sonst wo noch. Ja, dann das raus. So raus. Die Strings können eigentlich wieder zurück. Ich ordne einfach das Zeug hier ein bisschen raus und haben wieder Platz. Nein! Den Hammer. Wo ich mir jetzt gleich wieder. Er sollte nämlich nicht raus. Buttons, ja. Ja. Die Herzen behalte ich nochmal ordentlich schon mal meinen Hammer wieder. Der sollte nämlich eigentlich nett raus. Was läuft da oben rum? Spielt eine Hexe wieder eine andere. Glaube ich. Böse Hexe. böse Hexe. So, wir haben folgendes gemacht. Wir haben uns ein Portal besorgt. Für das End, dass wir da zügig hinkommen. Interessanterweise ist immer während im Stream hatten wir den Fall, dass ich dauernd gekickt wurde vom Server, wenn ich durchs Pixelportal durchgefallen bin und zu unserem Endportal in die Nähe. Und dann war es irgendwie problematisch. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum, irgendwie ging das nicht. So. Und die Hexe läuft da oben. Auf Dauer, irgendwie haben es geschafft, die Tanks zu füllen auf Maximum. Auf Maximum, wenn ich hier drüber gegangen bin, war ich auf einmal Level 74 oder so. Kein Plan, wieso. Ich habe wieder Level 74, ich habe hier so Level 13 gehabt, habe hier ein paar XP-Berries abgeerntet, habe die gegessen, war ich Level 13, bin hier draufgegangen, wupp, auf einmal Level 72 oder 73, sowas in der Art, jetzt 74, weil ich wieder noch Zeug gesammelt habe. Das ging einfach so und ich habe keine Ahnung wieso gehabt und die Tanks hier unten sind rappelvoll, wenn ich hier draufstehe, wird gar nichts mehr rausgezogen und die sind alle rappelvoll, wir haben alle diese, wir haben fast einen Stack von den Tanks gemacht, die sind alle voll bis zum Anschlag. Und das war echt, ja... Unerwartet, dass wir nicht so schnell vollgekleistert haben. Naja, jedenfalls dazu. Das Portal zum End, das steht, das heißt, werden wir gleich mal hingehen und ich tue mal kurz EP raus. Wir haben zwei Miniatur-Hearts bekommen, denn wir haben eine Enderman-Farm gebaut. Nur die Enderman-Farm, die funktioniert irgendwie nicht so, wie sie sollte, weil es da irgendwie Probleme gibt. Zunächst mal, ich habe hier vorne ein bisschen das Design ausgetestet, mal ein bisschen rumgewurschtelt und ich habe mir dazu die alte Mega-Projekt-Map geholt und ich habe auch mal ganz kurz die Mega-Projekt-Map nochmal reviewed im Livestream, weil es eben gerade so ein bisschen nostalgisch war. Wir waren ein bisschen. Ja, wir waren einfach ein kleines bisschen und haben. Ich konnte das Ding ansehen, aber da ich in der Stadt gelandet bin, habe ich nochmal ganz kurz rumgezeigt. So schön, er hat noch kurz Feed wie Slide nochmal draufgehauen, die Map da reingeschoben und dann ging's und inzwischen nochmal abgestürzt. War ein bisschen so ein Fail-Stream, weil dann dauernd das nicht geklappt hat. Zum Beispiel die Karte da, Quatsch, ja, genau, die Megaprojekt-Map, die war dann, ist dauernd abgestürzt. Nee, Quatsch, einmal ist abgestürzt, zum zweiten habe ich sie mal einfach neu installiert. Und dann, oder zweimal abgestürzt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben oft einen schwarzen Bildschirm gehabt, weil irgendwas nicht geklappt hat und ich nicht mal was hier da hängen musste. Nichtsdestotrotz haben wir dann, habe ich mir das Design da nochmal angeschaut und habe das nochmal übernommen. Und auch hier dann angewendet, Sims Prinzip, wenn Enderman hier draufkommt, sozusagen landet er hier und wird sofort, weil er drei Blöcke hoch ist, dann eins nach links geschoben. Vielleicht kann ich das demonstrieren, wenn ich mal so ganz blöd hier reingeflogen komme, alle Enderman. Zack, und dann falle ich hier theoretisch in den Fallschacht, bis ganz da unten. Egal auf welche Etage, das sind die Spawn-Etagen, da ist eine. Und da ist einer. Ich habe mal vier Etagen so vorgebaut, wenn ich das Design-Kopf reinkriege. Weil das habe ich aus dem Stegreif nicht mehr gewusst. Das war viel zu lange her. Naja. Dann gehen wir mal in Richtung der Enderperlenfarm. Mal runter. Wie gesagt, das Portal steht. Das haben wir zwischendrin nochmal umgestellt. End. Einfach komplett in Enderperlen voll. Und dann geht's hier durch. Flupp. Und dann sind wir auch schon angekommen. Hallo Enderman. Da liegen viele Enderperlen rum. Und wir hatten den übelsten Bug gehabt. Hier stand einfach so ein Spark rum. Das könnt ihr auch am Thumbnail sehen. Und hier müsst ihr auch gerade sehen, hier kommen jetzt die Enderman runter. Die Farm ist soweit es geht eigentlich stehend. Nur, es gibt noch ein klitzekleines Problem hier. Also erstens, wir bekommen jede Menge Enderperlen raus. Aber das Problem ist einfach, dass die sich aus irgendwelchen Gründen hier oben sammeln. Die sammeln sich einfach da und ich weiß nicht, wieso. Es ist alles wie immer. Ich habe auch nochmal die Hooks entfernt, weil ich hier das liegt an den Hooks, dass die irgendwo sich verhaken. Nein, haben sie nicht. Sie bleiben einfach hier und schweben in der Luft. Hier ist nichts drunter. Die schweben einfach hier. Das ist ein stinknormaler Fallschacht, so wie hier in der Mitte.
wo die auch eigentlich runterfallen, aber irgendwie tun sie es nicht. Sie bleiben da verdammt noch hängen. Der untere Etage ist nochmal die Fäden dran, da bleiben die auch nicht drauf stehen. Die schweben aus irgendwelchen Gründen da oben rum. Ich weiß nicht, warum ist das irgendeine Höhenbegrenzung oder so? Die stehen auch nicht hier auf den Dingern drauf. Nee. Hier ist irgendwie kein weiterer String oder so platziert. Das ist alles wie immer hier oben. Hier habe ich jetzt nur testweise mal eben in einer Etage, wie gesagt, das Ding mal weggemacht. Könnt ihr hier irgendwo sehen. Als wenn ich aggressiv schon mal was. Mal kurz, wo haben wir es? Ups. Irgendwo bei einer Etage habe ich die Haken und Fäden weggemacht. Genau hier. Das ist einfach nur zugebaut. Hier sollte eigentlich nichts sein. Eigentlich müssten hier die Hooks sein. Und die Strings, hier auch kein anderer Hook auf der Seite. Ich verstehe es nicht. Die bleiben einfach hier oben stecken. Und das sollten sie überhaupt nicht. Wenn die einmal runterfallen, backen die sich gleich wieder hoch. Also wird sich unsere Mobfalle höchstwahrscheinlich... Oh, ist das wahnsinnig. Das war ich auch so laut. Soundrest, ich mache mal kurz auf 10% runter. Also wird sich unser Mobfall wahrscheinlich darauf beschränken, dass wir einfach den Spawn hier oben abernten und halt nicht alles perfekt serviert bekommen, wie ich es eigentlich gehofft habe. Aus irgendwelchen Gründen geht es nicht. Tut mir leid. Irgendwo ist der Fehler. Ich finde ihn nicht. So, jetzt habe ich mal ganz kurz hier die Geschichte geklärt. Wenn ich nämlich hier mal durchgehe. Ich habe nur die Blöcke platziert, damit jetzt hier gleich nichts durchkommt. Von dem Design nur mal um kurz zu zeigen, damit ich hier Fehlerquellen eigentlich ausschließen kann. Wenn ich hier durchgehe, es ist alles so wie immer vom Design. Das Design erstreckt sich von ganz oben bis ganz unten, das ist der Fallschacht hier. Die fallen auch alle perfekt bis hier zu dieser Etage, wo ich den Dings rausgemacht habe. Hier. Nur hier bleiben die hängen. Die bleiben, auch wenn ich hier komplett alle Hooks wegmache, die bleiben trotzdem hängen. Die bleiben einfach hängen. Ich weiß nicht wieso. Und ich bin jetzt einfach hingegangen und habe hier einfach mal ganz blöd die Strings entfernt, weil ich gedacht habe, es liegt an den Strings. Ich kann aber eigentlich wieder platzieren, weil... Ah, verdammt, hier die Hooks mitnehmen sollen wieder. Kosten sollen, ne? Fertig machen. Ich mache es einfach wieder dicht oder so. Oder ich lasse es einfach, warte. Kann ich nämlich hier nochmal die Hooks mit abbauen. Und dann... Ups. Dann nicht hier unten. Ist wahrscheinlich... Ja. Ich wieder nach oben. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Ich Hooks eingesammelt, 7 Stück. Dann müssen wir so, weiß nicht. So, ich sammle einfach alle Hooks mal mit ein. Das ist so eine tote Etage, geht, da passiert nichts. Versteh es nicht. Versteh es einfach nicht. So, 19 Stück habe ich mal hier. 24 pro Etage. Auch wenn ich jetzt hier komplett einmal dicht mache, ich mache das hier wieder zu. Hier ist kein String oder irgendwas, was die blocken würde. Nichts. Übrigens, die spawnen gerade nicht, weil ich hier oben bin. Deswegen die Chunks belege. Oder Mobs können nur 15 Blöcke entfernt von den spawnen. Deswegen, naja. So, hier zum Beispiel... alles ready. Also hier die Etage müsste eigentlich auch noch gehen. Oder vielleicht liegt es an der, dass da was nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Die Strings sind alles nur richtig gesetzt. Hier ist kein String in der Luft, der was blockiert oder so. Gar nichts. Aber sie fallen einfach nicht durch. Das ist das Problem. So, jetzt habe ich mich hier, glaube ich, gefangen. Oder auch nicht. So, bin ich raus. Wie geht's denn eigentlich mit denen hier? Sind die volle Leben? Sind voll Leben. Ich weiß gar nicht, warum die voll Leben haben, hier unten sind. Ich glaube, ich habe hier auch noch nicht genug ausgeleuchtet. So, verschwindet nach da unten. So. Enderman. Die ersten fallen jetzt durch. So, 2, 3 sind eben, fallen immer runter. Die restlichen stauen sich jetzt da oben. Hier geht doch. Zack, 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 one. Das ist genauso wie geplant. Die sind durchgefallen. Ciao, Brain, neue Head. Aber, keine Ahnung. Übrigens, hier fällt die ganze Zeit Seaweed runter. Das war die krasse Geschichte. Ja, noch eine. Oh, siehst du, so funktioniert die Falle ja. One hit und weg ist er. Das war so der Sinn der Sache, auch wenn ich halt jetzt hier ein Schwert nehmen muss und keine Faust, ist mal egal. Weil hier habe ich nämlich Looting drauf, also Glück. Ich muss eh ein Schwert hit machen, also muss ich den nicht auf ein halbes Herz runterhauen, sondern kann die auch so killen. So, genauso hätte ich das gern, genauso. Genauso hätte ich das gern, nur dass sie halt alle runterfallen und sich nicht da oben stapeln, verhaken. Keine Ahnung warum. Ich habe hier alles, wie gesagt, weggemacht. Hier ist nur der eine Block, den ich gerade hatte. Und die schweben... ganz beschissen in der Luft. Kann du von hier unten jetzt die Füße hauen. Und hoffen, wieder neue Hüte, dass hier jetzt Miniaturherzen troppen und das wird dann praktisch unsere Aufgabe sein. Naja, dass wir den nächsten Mal durchbügeln und einfach mal die restlichen Herzen noch sammeln. Und wenn wir die dann haben, ich brauche einfach noch 5 weitere, dann ziehen wir uns die Eisengolem-Gene rein, machen uns einen Eisengolem. Und dann, hauen wir richtig auf die Kacke. Weil wir dann extrem Lebensbonus kriegen.
Das wäre so der Plan für demnächst. Enderperlen haben wir jetzt zum Wegschmeißen mittlerweile. Und das wäre es auch schon gewesen von dieser Folge. Ich bedanke fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst. Lass krachen und ja, tschüss. Na, die kommt den einen noch. Ja. Und tschüss.